Ja, aber was ihr vergesst, ist die Option, dass wir die Dame von hier entfernen und damit noch ein Druckmittel gegen ihn in die Hand haben, das wir sonst nicht haben. Das Einzige, was er will, was wir haben, diese Dame. Wenn wir das aufgeben, haben wir nichts. Ja, und wie hoch ist die Chance, dass er sich dann selbst auch so etwas Warum Ähnliches wie die fliegende kommt ihr Festung baut? eigentlich immer noch auf die seltsame Idee? Wir würden mit ihr ganz offen nach Barbrück reinmarschieren, sie Hafax übergeben, mit den Worten bitteschön dein Schleifchen drum binden und jetzt mach mal. Ja, okay, wenn wir sie eh nicht übergeben, dann ist die Diskussion ja auch für nix. Ja, Entschuldigung, ich dachte, wir diskutieren darüber, ob wir sie übergeben. Wenn wir das natürlich nicht tun, dann hätte ich nicht reden müssen. Dann entschuldige ich mich dafür. Nee, Raffi, er sagte nur was von offen. Du gehst davon aus, dass wir einfach auf gut Glück Hafax vertrauen. Wir müssen dann schleichen, dann schaffen wir das vielleicht. Wenn wir sie übergeben wollten. Und wie wollt ihr es sonst tun? Wir könnten zum Beispiel das Horn vorher verlangen, dann sind wir dem Jona los. Und das hält Und versuchen das. mit ihm zu verhandeln. Oder zumindest mit ihm zu sprechen und herauszufinden, wie es um ihn bestellt ist. Die ein oder andere Weise ist Ihre Gnaden Melina. Unsere Eintrittskarte direkt zu Hafax. Was auch immer wir damit am Ende anstellen können. Ja, aber wenn wir ohne die Dame da auftauchen, werden die uns abstechen. Er will sie haben. Wenn wir ihm versichern, dass wir sie haben und herbeiholen können, wird man uns wohl kaum auf gut Glück abstechen. Denn dann wäre sie ihm wieder entglitten. Okay, gut. Und was ist, wenn er, sagen wir, als Dämonenpaktierer aus uns herausfoltert, wo sie ist. Und sie sich einfach holt. Bin mir doch sehr sicher, dass wir und ihre Bin mir Gnaden sehr sicher, dass sie keine Folter überlebt. Also ihr vielleicht, ja. Aber die anderen nein. Was? Verzeiht, Euer Exzellenz, erklärt mir doch einmal bitte die Natur dieses Ortes. Ist das der Grund dafür, dass Helme Hafax euch noch nicht gefunden hat? Eine Kamane Globule. Also seid ihr hier sicher? Ja, schon. Von Bakterien kann ich hier zumindest nicht aufgespürt werden. Wir sind gerade so nah wie irgend möglich, zumindest zu Lebzeiten. Könnten normale Menschen hier eindringen? Oder können nur ausgewählte Menschen, bei denen ihr das wünscht, hier eindringen? Ihr seid normale Menschen. Also Naja, könnte also, jetzt zum ich Beispiel bin auch kein ein Mensch. könnte jetzt auch ein normaler Mann im Auftrag von Hafax hier eindringen oder wäre ihm das nicht möglich? Nun, ich habe nicht bestimmt, dass ihr hier reinkommt, sondern Hesinde tat es. Und wenn Hesinde meint, dass ein Paktierer hier hineinkommen darf und ihn in heiligen Orten stört, so wie ihr es tatet, ich bin mir nicht ganz sicher, warum ihr hier immer noch so herumschreit. Nein, Paktierer können hier nicht hinein. Spreche ja auch nicht Sie von würden verbrennen oder Paktierern. verbluten. Spreche ja nicht von Paktierern. Der Mann hat ja nicht nur Paktierer in seinen Reihen. Wenn Genauso wie Sie Borber. Böses im Sinne haben, dann werden Dann Sie können hier Sie. nicht hier Ja, vordringen okay. können. Na gut, danke. Das war doch die Information, die ich wollte. Dann seid ihr hier also absolut sicher. Ihr solltet Richtig. ein Und wenig zwar auch mehr in dem Vertrauen in die Fall. Götter legen, Raphim. Und zwar auch in dem Fall, dass die Information über ihren Verbleib aus uns herausgepresst würde. Ja, das ist doch schon mal gut. Das ist sehr gut. Dann müssen wir nur noch rausfinden, wie wir von Zorgan nach, wie hieß dieses Dorf, wo er sich treffen will? Barbrück. Das ist Barbrück südlich kommen. von hier und wurde komplett zerstört, glaube ich. Da war doch diese Schlacht, wo diese ganzen Leichen heruntergetrieben sind. Es ist genau auf der anderen Seite der Belagerung. Wäre nicht das erste Mal. Dann müssen Und wir ich jetzt glaube, nur das macht noch. mir nicht genug für den Fall des Lichts. Dann müssen wir jetzt nur noch die Belagerungsring durchbrechen. Kein Problem für uns. Seht ihr? Irgendwer ist gut drauf. Wenn wir nicht einfach mit einem Schiff ein Stück Bin dafür, wir die buddeln einen Küste. Tunnel. Siehst du, das Da dauert wir zu. nicht die nächsten 200 Jahre Zeit haben, sollten wir eine wenig schnellere Route suchen. Wir könnten mit dem Schiff die Stadt verlassen, etwas außerhalb anlegen und dann von dort aus über Land uns nach Barbrück durchschlagen. Ich korrigiere, da ihr nicht die nächsten 200 Jahre Zeit habt. Naja, ihr auch nicht, weil davor ist die Stadt gefallen. Guter Punkt. Könnten wir auf dem Grund des Flusses laufen? Ja. Solange ihr unter Wasser eine Möglichkeit habt, unter Wasser zu atmen, sicherlich. Voltax. Natürlich. Und wie lange geht das am Stück?
kann eine Blase um mich erzeugen, die das Wasser fernhält. Geht für ein paar Minütchen sicherlich so. Eine Stunde werde ich das bestimmt schaffen. Und uns? Ihr müsst euch halt in meiner Nähe aufhalten. Kannst du damit auch gegen die Strömung laufen? Natürlich, das Wasser wird... Also ich meine, ob du kommt Druck auf diese Blase, dass du dich schwerer fortbewegst, oder kannst du einfach den schnellsten Fluss einfach ganz normal hinaufmarschieren? Also verzeiht mir, wenn ich da ein wenig dagegen bin, doch ich würde es bevorzugen, nicht mit bloßem Körper die blutige See zu berühren. Nun, es geht um den Fluss, nicht die See. Den Fluss sind tausende von Leichen hinabgeschwommen. Was meint ihr wohl, wie viele noch da drunter sind und nicht mehr ganz so tot sind? Das ist eigentlich gar kein schlechter Punkt. Der hat Angst vor ein paar Leichen oder was? Wasserleichen unter Wasser, hunderte, aber hunderte die davon. Dann ja. Nicht mehr unter Wasser. Das war sehr richtig ferngehalten. Ja, laufen wir halt um sie rum. Nun, aber sagen wir eine Stunde Eilmarsch, würden wir schaffen 6-7 Meilen, wenn wir es anhalten. Vielleicht zumindest, um durch den Ring zu kommen. Das kommt aufs Gelände an. Ich weiß nicht, wie das Flussbecken aussieht. Normalerweise sind diese Flüsse sehr schlammig. Glaub mir, ich spreche aus Erfahrung. Unter Wasser kann man nicht kämpfen. Wir werden sie dann ja nicht mehr unter Wasser. Wir können nicht unter Wasser. Hört dem Kurzen doch zu. Aber wir laufen auf dem Grund. Verstehe ich das richtig? Oder müssen wir? Ja, wir müssen auf dem Grund. Ja, okay. Steigen wir auf der anderen Seite wieder runter, sodass wir nicht auf der Straße sind. Und gehen den Fluss in Richtung Süden lang. Ja, aber ja, das Problem ist aber, ich weiß nicht, wie weit der Belagerungsring ist, und durch einen schlammigen Fluss werden wir auch nicht viel Strecke schaffen. Naja, aber 7 Meilen hört sich doch okay an. Ja, aber wir schaffen keine 7 Meilen. Nicht? Ist es denn zwangsweise eine Stunde oder geht es auch länger? Das ist maximal etwa eine Stunde. Und wie lange braucht ihr danach, bevor ihr es wieder tun könnt? Nun, das ist ein Ritual, das braucht schon eine gewisse Zeit. Wie lange, Boltax? Ja, also ich könnte es schon schneller hinkriegen, aber das wären... Wie lange? Ja, etwa 5, 6, vielleicht 10 Sekunden. Seht ihr? Wir könnten den Fluss auf der Fernseite verlassen, Boltax stimmt sich wieder rein und dann geht es wieder hinab. Wenn ihr im göttlichen Auftrag unterwegs seid, dann kann ich euch vielleicht auch etwas Kajubo mitgeben. Der Name kommt mir bekannt vor. Wenn ihr wirklich auf dem Runde laufen wollt oder gehen oder schwimmen wollt, dann wird sich sicherlich etwas Kajubo finden, mit dem ihr unter Wasser atmen könnt. Aber eine Frage. Ist es nicht einfach viel besser, wir fahren ein Stück wieder die See hinaus und laufen dann? Und dort wird ebenfalls Hafax herliegen. Gerade die Küstenstraße ist einer der besseren Wege, Aranien zu durchqueren. Wir müssen eben genaue Aufstellungen über die Truppen bekommen. Wer genau wo ist. Also die Frage ist halt auch, wie weit dieser Belagerungsring ist. Das weiß ich nicht. Wie viele Männer liegen denn überhaupt vor der Stadt? Ja, da fragt ihr jetzt die Falschen. Und wie tief ist denn dieser Fluss? Weil wenn wir da in einer Blase unten laufen, wie sichtbar ist das denn? Er ist tief genug, um bis Barbarin schiffbar zu sein. Okay, das sollte ja... Wie groß ist denn diese Blase? So und so. Also ihr würdet, wenn ihr euch alle ganz nah an mich pressen würdet, bestimmt reinpassen. Okay, dann schaffen wir auf keinen Fall irgendwas an Kilometern. Nun, aber er sagt, er bräuchte nur einige wenige Augenblicke, um sie wieder aufzubauen. Es kostet viel Kraft. Bedeutet das viel Kraft, wie bei Abelmir, das geht einmal im Jahr, oder bedeutet das... Nein, das bedeutet, ich kriege es vielleicht zweimal nacheinander hin und dann ist meine Kraft aufgebraucht. Okay. Wir könnten eine Stunde liegt, lang... Dann liegt es doch auf der Hand, was jetzt zu tun ist oder nicht. Sprecht am besten mit der Heeresleitung, die werden einen Überblick darüber haben, wie groß sich dieser Ring erstreckt und wie viele Meter ihr in dem Baron Ula zurücklegen müsstet. Aber das ist nichts, was ich euch hier beantworten kann. Solltet ihr mit den eisernen Tigern sprechen. Ich bin immer noch für die Schiffslösung. Da könnten wir ein bisschen Pferde mitnehmen. Könnt auch gucken, dass ich einen Luftgeistbeschwörer. Das kommt mir nicht mit Geistern. Also tatsächlich finde ich die Schiffslösung auch noch die beste. Nun, sie werden den Fluss sicherlich unter Kontrolle haben. Mit dem Schiff dort hinaufzusegeln, wird uns nicht viel bringen. Ja, aber wenn wir bis nach, zum Beispiel, fast nach Barachkal
segeln, da irgendwo von Bord gehen und dann reiten. Also nichts gegen eure magischen Kräfte, Boltax, aber... Unter der Annahme, dass man von dort aus reiten kann oder dass man dort überhaupt noch anlegen kann. Das sei auch naja, ich würde einfach irgendwo an der Küste anlegen, jetzt nicht an einem spezifischen Ort oder einem Dorf. Müssten wir uns nach Süden schlagen und den Baron Ulla dann von der anderen Seite überqueren. Also durch den Fluss laufen ist halt, also wenn ihr die, wenn die Kuppel gerade tatsächlich noch so groß ist, wie ihr gesagt habt, dann... Da sind wir in den Truppen und sind zu Fuß. Wir brauchen eine Ewigkeit bis nach Barbrück, vermute ich. Vor allen Dingen kommt ihr aus Barbrück auch nicht mehr weg. Wir keine Pferde haben. Deshalb hat ihr ja vorgeschlagen, dass unser Luftgeist dorthin trägt. Wenn ihr das könnt, warum machen wir nicht einfach das? Das klingt doch viel besser. Kann dieser Luftgeist uns denn auch verbergen? Ja, das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht. Kann so ein Luftgeist denn schneller fliegen als ein Karakil? Das ist ein Karakil? Dachte ich mir. Eine fliegende Dämonenschlange. Ja, aber ihr habt doch diese Kuppel gegen Dämonen. Gut, wenn ihr mich nicht mehr braucht, dann könnt ihr euch ja wieder nach draußen an die Gasse begeben und dort diskutieren, oder? Ja. Eine hübsche Bibliothek habt ihr hier. Das ist so ziemlich der einzige Ort, wo wir sicher sein können, dass uns keine Gotongis beobachten. Entschuldigt die Störung, aber wenn wir Pläne machen, dann ist hier optimal. Ja, dann geht sollen aber... wir vielleicht einige Regale weitergehen, um euch nicht weiter zu stören? Ja, dann geht einige Regale bitte weiter und unterhaltet euch leise und gedämpft. Wir sind in einer Bibliothek. Ja. Natürlich, vielen Dank. Tut mir leid. So. Und sehen, dass sie weiter in einer unbekannten Sprache einen Brief schreibt. Einen Text. Spricht also, irgendjemand von euch drachisch? Nein. Gerade nicht. Zufällig nicht. Grolmisch, ja, aber drachisch nein. Du sprichst Grolmisch? Ja, ich spreche Grolmisch. Du musst die Feinde ja kennen. Ja, dann ist jetzt nur noch die Frage, Voltax, sagst du, dass dieses Elementar-Ding uns so weit tragen kann? Denke schon. Voltax, denken ist jetzt schlecht. Wissen wäre gut. Ja, ich hab's noch nie mit so vielen Leuten ausprobiert. Hättest du es für eine vernünftige Möglichkeit oder ist das eine Möglichkeit, wir hoffen und bangen, dass das klappt? Na, kommt drauf an, was ich beschwöre. Wenn ich einen kleinen Geist beschwöre, dann ist es weniger wahrscheinlich, als wenn ich versuche, einen Djinn zu beschwören. Kannst du das? Natürlich kann ich einen Djinn beschwören. Wunderbar. Serun, haltet ihr es für möglich, uns so lange mit Zaubern zu schützen, dass wir zumindest außerhalb der Reichweite der Dämonen sein können? Vor Dämonen? Ja. Vor Entdeckung. Dafür, also den entsprechenden Zauber beherrsche ich allerdings noch nicht sehr gut. Aber die Wettermeisterschaft, sie könnte doch eine Wolke um uns erzeugen. Das ist egal. Das müsste Abel mir tun. Das ist egal, die Dämonen sehen uns trotzdem. Dämonen ja, aber wenn sie nicht angewiesen werden, Ausschau auch nach oben zu halten. Das ist natürlich nicht ganz falsch. Ich nehme aber ehrlich gesagt an, dass die Dämonen uns nicht ewig folgen werden. Wir sind ja hier für diese Belagerung. Wir müssen uns einfach ein genaueres Bild von dieser Belagerung machen und welche Truppen wo sind. Ich glaube auch. Erst wir dann müssen können wir entscheiden. Wir müssen vor allen Dingen mal irgendwie herausfinden, ob Hafax überhaupt schon da ist. Weil er ist nicht verzögert, zumindest. Er ist irgendwo in Aranien, wurde gesagt. Richtig, aber Aranien ist ja groß. Aber wenn er gesagt hat, dass er Yasina nach Barbrück gebracht haben möchte, wird er wohl dort residieren. Und wo hat dieser Kampf stattgefunden, von dem diese ganzen Leichen sind? In Barbrück. Und wer hat die Leichen in den Fluss geworfen, um die Moral zu stabilisieren? Hafax Truppen auf jeden Fall, ja, das ist schon richtig. Da mögt ihr recht haben. Vermutlich wartet er auf uns. Ihr habt recht, entschuldigt. Gut. Ja, dann sollten wir mit dieser... Obwohl, Isar und du solltest mit der Heeresleitung sprechen, weil das vermutlich alles Damen sein werden, die auf uns schlecht reagieren. So,
Zuerst einmal müssen wir herausfinden, wer die Heeresleitung ist. Das wird ja nicht allzu schwierig sein. Wir können nicht wirklich in den Palast führen, um dort mit irgendjemandem zu sprechen, der Rang und Namen oder irgendwas zu sagen hat. Natürlich können wir. Soweit ich gehört hatte, war das doch zu. Also wir nicht, Isarun schon. Möglicherweise, aber ich würde vorschlagen, dass wir erst einmal im Rondra-Tempel vorstellig werden. Vielleicht ist dort ja auch schon jemand, mit dem wir sprechen können. Ich würde vorher aber gerne dann noch wenn die Tränke besorgen, weil ich glaube, danach muss es schnell gehen. Sicher. Das wird sich einrichten lassen. Auf eine Stunde mehr oder weniger kommt es wirklich nicht an. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir nutzen den heutigen Tag, um uns vorzubereiten.